Ja, Leute, herzlich willkommen. Ihr seid bei den Parfümpaten gelandet. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute werde ich euch 10 gute, aber auch günstige Düfte präsentieren. Darauf freue ich mich schon. Gleich geht's los. Ja, Leute, den ersten Duft, das ist von Rasasi, Fatan Pur Homme. Das ist ein sehr schönes Parfüm. Der ist sehr grün, der ist würzig, der ist zitrisch, der ist rauchig, der ist cremig, der hält voll lange und wirklich, der kostet fast nichts. Das sind 50 Milliliter Eau de Parfüm, wenn mich nicht täuscht, natürlich. Ja, Eau de Parfum. Und den kriegt er schon für 13, 14, 15 € und der hält mindestens 6, 7 Stunden. Den könnt ihr zu jeder Jahreszeit nehmen. Sommer, Frühling, Herbst, sogar im Winter. Er kommt gut an. Wie gesagt, er ist frisch, leicht rauchig, holzig, aber mehr grün. Ja, der wird verglichen mit Hermès Eau de Toilette, Eau de Parfum. Ja, ähnelt sehr, aber der ist halt sehr, sehr grün. Aber sehr, sehr gut. Als zweiten Duft präsentiere ich euch einen von Amaf. Amaf ist ein arabisches Haus aus dem Mittleren Osten. Die produzieren wirklich sehr schöne Parfüms und einer davon ist der Legazi. Eau de Parfum 100 Milliliter. Das ist ein Barbershop-Duft, aber richtig guter. Da ist eine Lavendel drin. Oh, er ist so schön frisch, der ist zitrig, der ist holzig, aber halt richtiger Barbershop-Duft. Er wird verglichen mit Chanel Egoist Platinum. Ja, sagen viele, ich lasse das mal so sein, ich will da auch nicht mehr eingehen. Aber der Duft ist wirklich sehr gut, frisch, wie gesagt, Barbershop. Die Lavendel kommt gut rüber. Er ist leicht holzig. Es ist ein ganz toller Duft. Und das wirklich kriegt er auch manchmal für 20 € und der hält wirklich lange. Also der hält auch 8 Stunden. Der hat ein gutes Sillage. Der produziert gut. Also sehr, sehr guter Duft. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ein sehr, sehr guter Duft. Gut, gut der Flakon. Naja, gut, darüber kann man streiten. Das ist ja auch egal, der Duft, der Inhalt ist ja wichtig und das ist ein Top-Inhalt. Also wirklich sehr elegant, sehr schön. Ja, Leute, als dritten Duft präsentiere ich euch einen von Latafa und zwar ist das Latafa Oud Nydia. 100 Milliliter Eau de Parfum, sehr schöner Flakon, sehr schwerer Deckel. Der ähnelt sehr den Invictus Aqua. Und den von Rasasi, den Havas. Ja, er ist so die Mitte. Er ist aquatisch, er ist frisch, er ist holzig, er ist zitrisch, er ist leicht rauchig. Er hält seine 6, 7 Stunden. Das ist ein sehr, sehr guter Duft. Den bekommt ihr auch manchmal für 15, 17, 18, für 20. Müsst ihr suchen. Wirklich ein sehr toller Duft. Für den Preis. Wunderbar. Könnt ihr auch im Sommer, Winter, den könnt ihr immer benutzen. Der geht immer. Das ist ein schöner, frischer, angenehmer. Ja. Casual unterwegs, zum Vorstellungsgespräch. Ja. Geht alles. Sehr, sehr empfehlenswert. Ja, Leute, der vierte Duft ist auch von dem Haus Latafa. Und zwar ist das der Amar El Oud Intense Oud von Latafa. Das ist ein Eau de Parfum. Ja, was soll ich über den Duft sagen? Das ist ein richtiger Orientaler halt, nicht? Also der ist würzig, holzig, rauchig. Dann hat er Zucker drin. Er ist extrem süß, als ob du auf einem orientalischen Basar bist mit den ganzen Gewürzen und der Baklava und hinter dir Zuckerwatte und der ist
Der ist sehr, sehr stark, also wirklich sehr stark. Der ist für kalte Tage gedacht. Und der wird verglichen mit Amazing Magella by the Fireplace. Soll ähnlich sein, möchte ich nicht dazu viel sagen. Aber er ist ein sehr, sehr guter, aber ein extrem starker. Gut für die Wintertage, kann man tragen, hält seine 10 Stunden wirklich. Also. Aber wie gesagt, wenn man auf orientalische Düfte steht, ist der empfehlenswert. Also ist ein sehr, sehr guter. Ja? Da denkt ihr, da röstet jemand Kastanien und oh, kandierte Kastanien. Also wirklich sehr, sehr gut. Gefällt. Als fünften Duft präsentiere ich euch den Amav Niche Oud. 100 ml Eau de Parfum. Ist auch ein sehr guter Orientaler. Ja. Sehr gut gemacht, sehr schöner Flakon, wirklich schwer ohne Ende. Boah, da ist eine Vanille drin, der ist süß, der ist holzig. Da ist eine Iris drin, der ist leicht cremig, der ist rauchig. Also der hat eine Haltbarkeit und das Jahr. Boah, also der hält auch locker seine 7 Stunden. Gut, den würde ich echt im Winter benutzen, weil der ist sehr, sehr stark und ist ein Raumfüller. Ja? Also das ist ein qualitativ auch sehr, sehr hochwertig. Ich habe mal geguckt, bekommt ihr zurzeit für 17 Euro. Also Leute, wenn ihr auf sowas steht, schlagt dazu. Das ist echt ein super, super Duft. Lecker. Ja, Leute, als sechstes kommt ein Lalique. Das ist ein 50 ml Eau de Toilette. Das ist Hommage à l'Homme. Ein sehr toller Duft von Lalique. Sehr angenehm zu tragen. Der ist frisch, würzig, leicht süß, floral. Der hat einen leichten Oud drinne. Ganz angenehm zu tragen, könnt ihr zu jeder Jahreszeit tragen, zum Date, zum Rausgehen, zur Arbeit. Der ist nicht unangenehm, der macht Spaß, der hält seine 5, 6 Stunden. Ja. Das ist jetzt nicht der Überkracher, aber der ist sehr, sehr angenehm, leicht zu mögen. Also, wenn ihr den nicht kennt, den kriegt ihr für 20 Euro. Und das ist ein guter von Lalique, wirklich. Haut rein. Empfehlenswert. Ja, Leute, als siebter Duft kommt einer von dem Haus Rojas. Und zwar ist das Moustache Eau de Parfum. Das ist eine 75 ml. Ich habe den auch schon eine Weile. Damals habe ich nicht den 125er, ist das, glaube ich. Gab es nirgendwo. Und ich dachte, okay, dann holst du den 75er. Aber ein super Duft. Der ist, ja, der ist ein, auf jeden Fall ist er süß, würzig, harzig, ja. Er ist fruchtig, cremig, sehr elegant, hält seine 7, 6, 7, 8 Stunden, je nachdem. Könnt ihr Frühling benutzen, könnt ihr Herbst benutzen, Winter auf jeden Fall. Er geht abends. Ja, wenn die Temperaturen kühl sind, könnt ihr sogar im Sommer noch benutzen, abends. Könnt ihr ruhig 5, 4, 5, 6 Sprüher machen. Kommt gut an, ist ein guter, ist ein starker. Der macht Spaß, der macht Laune. Also sehr empfehlenswert. Kann ich nur weitergeben, sehr elegant. Ja, als achten Duft stelle ich euch wieder ein arabisches Haus vor. Und zwar kommt der von Ajmal. Das ist Amber. Pimente, das ist ein wirklich klasse Duft. Das war eine Überraschung. Ich habe über den so Gutes gelesen. Ich habe auch lange gebraucht, um den zu finden. Ich glaube, ich habe ein halbes Jahr nach dem gesucht. Und irgendwo habe ich den dann für, ich glaube, 24 Euro oder so gekauft. Und ich war so extrem überrascht über diesen Duft. Der ist so elegant. Da ist Holz drin, da ist eine Rose, also floral, mehr eine Rose. Der ist animalisch, der ist pudrig, der ist holzig, rauchig, aber trotzdem so elegant, so leicht zu mögen. Das ist ein richtig klasse Duft und der hält. Also
10 Stunden mindestens und auf Klamotten 2 Tage. Wirklich, nach 2 Tagen werdet ihr angesprochen, was hast du drauf? Das ist ein richtig klasse Duft. Ich kann den nur empfehlen. Wirklich sehr elegant, sehr schön. Immer ein Kompliment. Kriegt ihr 100%. Wirklich ganz toller Duft. Empfehlenswert. Als 9. Duft kommt ein Bentley, und zwar ist das Bentley for Men Absolut. Das ist auch ein super Duft. Übrigens, der wurde Produktion eingestellt. Man kriegt ihn noch für einen guten Preis, für 23, 24, 25 € um den Dreh immer. Das schwankt immer bei diesen Düften. Der Bentley, das ist ein rauchiger, würziger, harziger, nicht süß. Überhaupt nicht. Da ist ein Oud drin, da ist Vetiver drin, da ist Patchouli drin. Der ist, ja, diese Würze ist leicht cremig, aber wirklich ganz leicht. Er ist harzig. Er hält seine 5, 6, 7 Stunden. Ein klasse Duft, wirklich. Aber man muss auf diese Duftart stehen. Aber er ist nicht süß. Er ist wirklich harzig, rauchig, holzig. Ob, na, orientalisch, ja, ist er trocken, nicht süß. Holzig, harzig. Das ist alles. Aber gut gemacht, hält gut. Ja, Winter, Herbst, Frühling, na, schwer. Also er ist mehr für die kalten Tage gedacht. Sehr gutes Parfüm. Ja, 100 Milliliter, glaube ich mal. Yep. Und das ist Eau de Parfüm, so viel ich mich nicht täusche. Ja, Eau de Parfüm. Wunderbar, empfehlenswert. So, als 10. Duft kommt auch noch ein Bentley, und zwar ist das der Bentley for Men Intense. 100 Milliliter Eau de Parfum. Den kennen viele. Ich habe den in meiner Sammlung, also stelle ich ihn vor, weil den kriegst du auch noch für 25, 24 €. Ich weiß nicht, ob der Produktion eingestellt wurde. Ich habe mal sowas gehört, aber ich habe auch nicht nachgeguckt, ob das stimmt. Ich weiß nicht, aber kann schon möglich sein, weil der ist wirklich extrem gut. Der hat, ja, da ist eine. Der ist busy, also da ist eine Rumnote drin, die ist sehr schön. Da ist ein Holzig, da ist ein Leder drin. Der ist schön süß, angenehm, nicht zu süß. Schöner orientaler, rauchig, holzig, würzig, ja, busy. Er wird sehr elegant. Wenn der Rum ein bisschen verfliegt, wird er sehr erwachsen, sehr elegant. Er hält 10 Stunden auf Klamotten, ich weiß es nicht mehr. Also über 10 Stunden auf Klamotten und auf der Haut. Klar, jede Haut ist anders. Ich habe eine trockene Haut. Wirklich, wenn Duft bei mir 7, 8 Stunden hält, dann ist es sehr gut. Und der ist sehr, sehr gut. Ja. Kann ich nur empfehlen. Der ist auch relativ gehypt, auch relativ bekannt. Ist auch eine sehr gute Parfümeurin, wirklich. Und diese Autohäuser, sei es Mercedes, Ferrari, Bentley, die machen Knallerdüfte, wirklich. Check den ab, der ist sehr, sehr gut. Ja, Leute, eigentlich wollte ich ja 10 Düfte machen, aber ich habe noch einen günstigen gefunden. Den habe ich bewusst ganz zum Ende gelassen. Das ist 10 plus 1, weil der hat keine lange Haltbarkeit. Und zwar ist es Jean en Provence Aqua. Das ist der blaue hier. Den kriegt er für 8 € oder so. Das ist ein frischer, aquatischer, leichte Rose, leicht holzig, sehr angenehm, frisch, zitrisch, aquatisch, holzig. Das ist, ja, Lavendel. Sehr schöner Duft. Hält leider nur, ich sag mal, 4 Stunden, 3, 4 Stunden, aber ich könnte immer wieder nachsprühen. Ja, und ist ein Duftzwilling von Kenzo Pour Homme. Ja, und ja, gut, ich lasse mal jetzt das so hin. Aber er ähnelt ihm, sagen wir mal so. Ich sag mal, zu 75% hat er eine Ähnlichkeit. Ja. Kann ich euch empfehlen? 8 €. Wirklich. Toller Duft.
Haut rein, Sprüh drauf. Da könnt ihr ruhig 10 Sprüher nehmen. Das ist schöner Sommerduft. Haut rein. Der kommt gut an, der ist frisch. Der macht Spaß. Also ich werde den oft benutzen. Das ist eigentlich ein sehr günstiger Duft, aber günstig muss nicht schlecht sein, nicht? Ja, Leute, das waren die 8, die 10 plus 1 Düfte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich freue mich schon aufs nächste Video. Ja, ich werde zusehen, dass ich vielleicht nochmal eine Reihe 10 Düfte kriege. Ich muss mal gucken, ob ich habe zwar viele, die günstig sind. Ich guck mal. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr Bock drauf habt, ob ihr mehr sehen wollt. Ja. Bis dahin, Leute, bis nächste Mal.